Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Stray. So, wir sind jetzt hier, bei diesen netten, liebevollen Gesellen und ich muss da rein. Oder? Scheiße, ich guck nochmal, ob hier noch was draußen ist. Ah, ich brauche bestimmt dieses Fass. Okay, warte mal, komme ich hier weiter? Ja, ja. Warum sollte ich dieses Fass brauchen? Da ist ein Schild. Ich kann hier sinnlos aufmachen. Oh Gott. Obwohl es irgendwie eine ekelhafte Ästhetik hat. Back, back, back. Nico Corp. Die waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Oh Gott. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, verursachte sie eine Bakterium. Was? Versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Ah, okay, jetzt wissen wir, wie die Viecher entstanden sind. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zorgs. Alles klar, wir wissen, wie diese Viecher entstanden sind. Na geil. Los geht's. Was? Du hast was Neues. Ah. Sehr gut, sehr gut. So, ich hoffe, dass wir in dieser Folge das Dach erreichen. Aber zu was brauchen wir dieses Rollding? Okay. Okay, sonst kommen wir nicht darauf. Alles klar. Na, ihr Kackratzen. Was geht? Oh Gott, ich versteh's. Hier aufmachen, die folgen ihnen hinterher bis da rum. Und dann muss ich hier drüben wieder zumachen. Okay. Kann ich das umbringen? Du bist dumm. Na komm, kannst du nicht mal saugen. Okay, du klemmst fest. Na dann gut. Hä? Ich gehe nicht ran. Na komm schon, bevor die Viecher wieder zurückkommen. Endlich. Ach nee. Hä? Ugh.
Nicht nett. Oh, da haben wir es ja fast geschafft. Und bald bei der Glaskuppel. Alter. Oh, da haben wir eine geile Aussicht. Fick die Hölle. Ich will noch ein Paint, Farbe. Okay, das können wir betätigen. Alter. Die sollten also nur den Müll auffressen. Na geil, und was haben sie gemacht? Jetzt fressen sie alles. Okay, wir tun erstmal den Schalter betätigen. Kamera geht nicht, irgendwie dann rumzuschalten, wenn wir da hin drauf zugehen. Wo geht das Kabel hin? Wohl sollen wir erstmal intelligent das versuchen zu checken. Okay, das geht jetzt rein. Wir versuchen es. Wir sind eine miese Tatze. Wir müssen alle Schalter bewegen. Okay. Na. Oh, wie ein Alien. Oh, das gelbe Licht wie ein Alien. Oh nein. Okay, kann man hier langsam mal dieser scheiß Fahrstuhl kommen? Ach, scheiße. Falsche Taste. Falsche Taste. So, dann probieren wir es halt nochmal. Oh Gott, ich... Jo, komm schon. Uh-oh. Gut, meine Maus ist voll, scheiße. Scheiße, komm schon! Oh, fick die Hölle, schnell, 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 schnell! X! Komm schon! Alter! Boah, leck mich doch! Ihr Kackbratzen! Gut, dass Mizi die letzte Impfung noch nicht so lange her ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er auch keine Impfung. Mizi. Oh. Boah, leck mich doch, meine Kuh. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Hing. Na geil. Geht nicht mehr recht auf hier. Okay, jetzt bloß nicht runterfliegen. Ich will den ganzen Kack nicht nochmal machen. Oh, Alter. Ich glaube, wir müssen erstmal diese Aussicht hier genießen. Das sind mehr als 450 Meter. Okay, hier wird die Aussicht etwas düsterer. Alter, ist das ein... Ah. Okay, das sind mehr als 450 Meter. Also ich bitte euch. Ah, hier ist die Ecke und da ist das Höhere, das Bessere. Was da keine Slums sind. Von da hinten sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Ach, wie cool. Das da, wo das so leuchtet. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Ach, wie genial, da sind wir runtergeflogen. Ach, wie genial. Wir sind hier. Befestige den Sendeempfänger an dieser Antenne. Okay. Dann würde ich Sache machen, wird das mal so... Aber wie? Gegenstand verwenden. Ah, okay.
Wir müssen den Sendempfänger an der Antenne anbringen, bevor wir die Slums zurückkehren. Okay, okay, ja, ja. Ich wollte bloß mal ein bisschen Aussicht haben. Oder? Ja, wir sind dann durch. Okay, wir können da noch gucken. Hier können wir auch nicht hochspringen. Ich will da bloß mal die Aussicht genießen. Meine Fresse. Ist gut, Bibi. Jailo Mart. Jetzt lass uns bitte von diesen Kackbatzen befreit sein. Ich hab hier eine Lustnummer. Die nerven mich. Schau, die Aussicht. Von hier aus sieht es wunderschön. Was? Von hier aus ist es wunderschön. Entschuldigung. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Ich wusste es! Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Sag ich doch, die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kam mehr nach draußen. Draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Ja, es ist wunderschön wieder geworden nach 7000 Jahren. Meine Fresse. Okay, ich reite mich jetzt nicht um die Halbwertszeit, aber wir haben es gesehen, es ist wieder schön geworden. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Okay, ah, das war der Wächter wahrscheinlich, sowas. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Weil du vielleicht mal eine größere Maschine warst und das ein bisschen kleinen Speicher ist für deinen dickes Datenvolumen. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückkehren und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Geil, na los dann. Weil wir genießen nochmal die Aussicht. Da ist die City, sind wir da durch die Slums irgendwo gerannt. War das so weit weg? Aber schön gemacht. Ich hab recht. Mieze Tatze. Miau, miau. Alter, wie geil, da sind wir lang. Da haben wir das schon, Außenwelt. Mumu? Schau mal, ein Zettel. Okay. Kleine Außenwälder, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ja, wir sind eine taffe Mietetatze. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ja, den besuchen wir noch, komm. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Digga, wir sind eine biologische Lebensform. Wir können so einen Scheiß nicht merken. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo. So ein Arsch.
Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Ja, wenn du bist ein kleiner Robby. Also ich hoffe, du hast dir das gemerkt. Ich bin eine Miezekatze mit dem B12 verwenden. Komm. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet. Es war ein Hakler. Das ist jetzt nicht der Ernst. Das ist jetzt nicht der Ernst. Dein Hirn ist so viel schneller und so präziser. Ah. War es ein O oder war es? Oh Gott. Schöner Gag, Leute. Ja, dann auf. Eigentlich wissen wir ja noch, wo die Bar ist. Yeah, 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 yeah. Dam, da, dam, dam. Dam, da, dam, dam. Oh, zu Mumu. Mm, 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 mm. Die war doch irgendwo in der Mitte, ne? Jetzt muss ich selber wieder überlegen. Entschuldigung. Ach, was mache ich denn? Oh Gott, wie komme ich wieder runter? Ist schon eine gute Frage, ne? Das ist, sind wir die ganze Zeit hier oben lang gestreunert? Hey, mein Kleiner. Naja, geht doch. Geht doch, wir kennen uns da aus hier. Hey. Oh Gott. Okay, du bist sauer, ich sehe das schon. Es war meine Schuld, tut mir leid. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Okay. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Ach, wie knuffig. Was ist das denn eigentlich für ein Laden? Ich war noch gar nicht drin. Das sind so Wäscheball. Hey, die kenne ich noch. Ach, cool. Ist irgendwas zu lesen? Nee, ne? Können wir vielleicht gebrauchen, gell? So, jetzt schnell zu Mama. Entschuldige. Ist ja alles gut, ist alles gut. Ist gut. So, wo ist die scheiß Kneipe? Wo war die scheiß Kneipe? Ich komme irgendwo im Hinterhof raus. Oder? Das sieht aus wie eine Kneipe. Ah, da ist er. Ich hab ihn übersehen. Hey, kleines Felfknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Geilomat, Geilomat, Geilomat. Ja, ja, alles klar, alles klar. Komm, komm her. Ja, wenn ich da drauf. Ach Gott, süß. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Okay, dann hauen wir rein. Hauen die Tasten, Junge. Ich hab's fast geschafft. Okay, Alter. Aber das Original zu sehen,
Wenn man die alten Röhrenfernseher größer macht, so sieht das genau aus. Eigentlich ein Pixel auch auf dem Fernseher. Monitor. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja? Wer kann dich hören? Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen. Warte, bist du das? Balthasar? Momo? Psst. Alter, wie geil. Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Balthasar, wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in... Was? Hä, ich dachte, der Professor war tot. Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Ach, wie geil. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Oh Gott, nicht wieder darunter. Sehr gefährlich. Zorgs überall. Kanalisation. Wie? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht. Balthasar ist am Leben. Er und die anderen Außenwälder haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Balthasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zorgs. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Das ist der coole, der Endleser, alte Roboter in der Bar, der dir diese Story erzählt. Oder... Und natürlich 50-50 Wahrheit und der Rest dazu gesponnen ist. Aber du es trotzdem nachgehen musst, diesen Tipp. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Warum kriegt das gerade so eine erotische Note? Wie auch immer. Ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Okay. Na, wie die Miets hinterher guckt. Piff. Simus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zorgs. Ah, die haben wir doch. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Hä, wer liegt denn da dort? Ist das seine Assistentin? Samus war seitdem nie mehr derselbe. Okay. Ja, nicht auf Samus, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu der Außenwelt. Samus. Entschuldigung. In seinem Notizbuch erwähnt Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Samus. Komm schon, folge mir. Yeah. Ja, und damit aber würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir folgen ihm natürlich dann erst in der nächsten Folge. Ja, verdammt logischer Scheiß. Damit sage ich, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt doch aufs Glöckchen. Spannend, sag ich nur.
spannend. Und ansonsten sagt dir Cooper mit seiner geheimnisvollen Stimme: Shall we leave?